Hallo Tischtennisfreunde und herzlich willkommen zur neuen Spielanalyse. Ja, diesmal gibt es wieder ein ganz besonderes Spiel, nämlich mein Duell gegen Rafael, den Spitzenspieler vom TTC Mödrath. Ja, und besonders ist es deswegen, weil ich hier wirklich ein Störspiel am Tisch mit einem aggressiven Rückhandblock praktiziert habe. Aber bevor wir in die Analyse einsteigen, erstmal ein kleines Sorry dafür, dass das Stativ so wackelt. Ich habe da leider noch keine gute Lösung für gefunden, dass es auf manchen Hallenböden mehr wackelt als auf anderen. Wenn ihr da einen Tipp für mich habt, schreibt ihn gerne in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und dann könntet ihr auch meine Spiele in noch besserer Qualität ohne das nervige Gewackle sehen. Genau, aber jetzt zum Spiel. Ja, vor unserem Match hat Rafa mir sogar gesagt, dass er einer meiner Abonnenten ist, auch meine Spiele auf dem Kanal verfolgt. Insofern, lieber Rafael, falls du dieses Video siehst, schreib es gerne mal in die Kommentare. Ja, würde mich interessieren. Und gerne auch mal schreiben, wie es für dich war, dass ich so viel am Tisch agiert habe, so viel Rückhandblock, down the line, parallel gespielt habe. Ja, das warst du ja bestimmt nicht aus meinen Videos gewohnt. Man kann ja, ist ganz interessant, ja eigentlich immer ganz gut Videos von mir schauen, wenn man gegen mich spielt. Ja, dann kriegt man schon mal eine Idee, wie spiele ich und was kann man taktisch gut gegen mich machen. Aber ja, habe dann immer noch so ein, zwei Überraschungen auf Lager, wenn ich merke, da hat sich jemand gut auf mein Spielsystem eingestellt. Und so war es auch. Ja? Also Freunde, ich hatte hier 7-2 geführt im ersten Satz und dachte mir, hier brennt mal gar nichts an. Und ihr könnt sehen, wenn ich hier hinten abwehre, da fühlt Rafael sich sehr wohl, ja, und macht kaum Fehler, hat Zeit, hat auch kein Problem zu erkennen, wie viel Schnitt ist in meinem Abwehrball. Und zack, 5 Punkte in Folge, steht es auf einmal 7-7. Und dann dieser krasse Ballwechsel, einer der besten Ballwechsel des Spiels. Ja, der Rafael knüppelt einen nach dem anderen drauf. Trotzdem schaffe ich es dann am Ende gegenzuziehen und mir den Punkt zu sichern. Trotzdem ja, nicht gerade zufriedenstellend nach 7-2 Führung. Steht es jetzt auf einmal 8-9 nach diesem Rückhand-Topspin. Und ich wusste, ich muss hier ein bisschen mehr Risiko eingehen. Ja. Also was mache ich? Abwehr und bam. Ja, das war wichtig, damit der Rafael ein bisschen in seinem Spielrhythmus gestört wird. Ja, und ja, hier ist wieder sehr passiv von mir. Und das war kein Problem für ihn. Ja, dieses Abwarten und mir im richtigen Moment in die Vorhand ziehen. Ja, ich war ein bisschen unsicher beim Gegentopspin. Und hier wichtig, ihn bloß nicht lang zu geben, damit er nicht einfach einen Topspin ziehen kann, sondern kurz legen, jetzt auch noch seinen Aufschlag angreifen, ja, damit er ein bisschen, ja, damit er einfach nicht weiß, was kommt. Und hier mein Abstecher zwar etwas hoch, trotzdem mit Unterschnitt, insofern nicht einfach für ihn zu nehmen. Ja, und so kann ich es dann doch noch schaffen, 1-0 in Führung zu gehen, nachdem ich 7-2 geführt hatte und auf einmal steht es 9-10. Ja. Ich denke, taktisch gesehen für euch interessant, dass ich im ersten Satz gemerkt habe, okay, wenn ich einfach nur hinten bin, abwehre, ist der Rafael in seiner Wohlfühlzone. Ja, also muss ich mehr machen. Und gerade konntet ihr einen sehr schönen Rückhandblock down the line sehen. Jetzt noch einen sicheren Vorhand-Topspin. Ja, dann auch noch einen guten Aufschlag von mir. Also das sind so die Sachen, die ich geändert habe. Ich habe dann mehr Aufschlag Vorhand parallel gemacht. Mal mit Seitenschnitt, mal mit Seitunter. Auch gut die Länge variiert. Dann auch mal einen über Tisch Mitte. Ja, zum anderen habe ich dann mehr am Tisch agiert. Ja, abgestochen. Oder Rückhandblock gespielt oder vorher Topspin sogar. Aber hier jetzt auch sehr viele direkte Aufschlagpunkte im zweiten Satz. Ja, und jetzt komme ich einen Tick zu spät nach vorne. War aber auch gut gemacht. Und hier auch, als ich mit dem glatten Belag den Rückschlag genommen habe, taktisch ganz gut, ja, weil er damit, glaube ich, mehr Probleme hatte als mit meinen Noppen. Aber danach bin ich zu spät zurückgekommen. Aber nach meinen 2 Aufschlagpunkten, ja, war ich dann ganz guter Dinge. Hier im dritten Satz, nachdem ich jetzt den zweiten Satz hoch gewonnen hatte. Aber wusste, okay,
Wenn ich jetzt den Rafa einfach nur spielen lasse, dann wäre es sehr eng, weil er grundsätzlich gut gegen mein Spielsystem spielen kann. Ja? Und daher könnt ihr sehen, ja, ich variiere wieder gut. Vorne am Tisch block ich, setze mit der Vorhand nach, ja, um ihm bloß keine Zeit zu geben, seinen Stiefel runterzuspielen. Ja, aber er macht das jetzt auch sehr gut. Er hat sich jetzt auch auf meinen Abstecher eingestellt. Ja, zack, und den kann er feste ziehen. Deswegen lieber nochmal öfter den Rückhandblock einsetzen, habe ich mir gedacht, oder mal seine Aufschläge anziehen, selbst mehr angreifen, ja, damit er nicht so oft meine Noppe zu spüren bekommt. Ja, für jetzt 4-3, direkter Aufschlagpunkt. Sieht ganz gut aus erstmal, aber nach wie vor, wenn ich den Rückschlag einfach nur mit der Noppe nehme, kommt der Rafa jetzt gut ins Spiel rein. Und wenn ich hinten bin und einfach nur abwehre, ja, das ist dann schwierig. Insofern gut, dass ich weiterhin meine Aufschläge fast nur über seine Vorhand spiele, also fast nur parallel. Boah, Wahnsinn. Ganz stark gemacht von uns beiden. Ja. Natürlich mit einem besseren Ausgang für Rafa. Und zack, der war wichtig. Hier den Rückhandblock parallel zu spielen, ja, um ihn ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen. Und boah, auch einer der besten Ballwechsel des Spiels. Da bekommt der Rafa nicht nur mal einen Netzroller, sondern macht dann noch einen klasse Finisher. Gibt es dann auch den Daumen nach oben für. Ja, und wenn ich hier zum Vorhand Topspin kam, habe ich auch sehr viele direkte Punkte gemacht oder spätestens mit dem zweiten. Und jetzt 2:09:07, guter Zeitpunkt für einen Timeout. Und schauen wir mal, ob es fruchtet. Ersten Aufschlagpunkt. Und der Ballwechsel war jetzt extrem wichtig. Ich habe gedacht, okay, ich spiele jetzt mal mein typisches Abwehrspiel, sicher gegen Topspin und dann zack. Ja, da habe ich wieder gemerkt, okay, das ist zu einfach für Rafa. Lieber angreifen und dann sowas. Ja. Aber nur nicht den Mut verlieren, einfach nochmal machen und dann klappt es auch. Und ja, jetzt wurde es hier so ein bisschen zum Aufschlag-Rückschlag-Spiel in der Verlängerung des dritten Satzes. Richtig stark von Rafa. Ja, aber ich kann auch meine Aufschläge jetzt gut durchsetzen. Ja, und versuche jetzt ein bisschen Risiko einzugehen und wieder meinen Rückhandblock parallel zu spielen. Das war ja auch ein Mittel zum Erfolg, ja, wo Rafa, glaube ich, keinen einzigen bekommen hatte, wenn ich die getroffen hatte. Insofern, ja, gerade wenn er Aufschlag hatte, zack, einmal abstechen, einmal blocken. Taktisch gesehen bestimmt ganz gut, aber muss man halt auch treffen. Sonst bringt es alles nichts. Und hier jetzt, bam. Ja, auch sehr, sehr schön gemacht. Klasse Ball. Ja. Taktisch nicht schlecht von mir, mit dem glatten Belag da dran zu gehen. Aber ja, kein Problem für Rafa, der auch den nächsten Punkt macht und somit jetzt auf 2-1 verkürzt hat. Für mich jetzt im vierten Satz sehr wichtig, einen guten Start zu erwischen. Und bam. Ja, feste Rückhand, parallel kann ich auch. Der hat Spaß gemacht, der Ball, muss ich sagen. Und dann auch noch der nächste Punkt hinterher, also Start nach Maß 3-0. Aber ja, Rafael zeigt, dass hier noch mit ihm zu rechnen ist. Verkürzt erst auf 1-3, dann mit einem klassen Rückhand-Topspin auf 2-3 und hat jetzt gleich die Chance zum Rückhand-Topspin hier. Die er nicht nutzt, aber das hätte das 3-3 sein können und dann wäre wieder alles offen gewesen. Und jetzt geht es auf einmal ganz schnell. Ja? Von 4-2 auf 5-2, dann lege ich mal einen kurz. Zack, damit hat er nicht gerechnet. Jetzt gibt es zwei schöne längere Ballwechsel, ja, wo ich vorne blocke, einmal, zweimal, dann Abwehr, Topspin, ja, zweimal, dann den Punkt mache. Jetzt bei 7-2 einer meiner Lieblingsballwechsel. Ja, ich entscheide mich erst für die sichere Variante, halte den Ball rein, dann ziehe ich gegen, übernehme. Und hier sieht man die Klasse von Rafa mit der Rückhand. Aber dann beim Wechsel in die Vorhand der Fehler. Ja, und auf einmal führe ich ganz deutlich. Ja, dann macht Rafa auch mal einen Ball weg, den er sonst getroffen hatte.
Ja, 9-2. Etwas Glück für mich. Und zack, 10-2, 8 Matchbälle. Das ging dann auf einmal ganz schnell. Den ersten kann er noch abwehren. Den zweiten nutze ich dann. Insofern, ich hatte das Gefühl, das Spiel war so auf Augenhöhe nach dem dritten Satz, aber habe mich dann jetzt am Ende des vierten Satzes oder zu Beginn schon ziemlich krass abgesetzt. Ja, das war ein sehr und damit dann doch relativ deutlich 11-3 gewonnen. Ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen was lernen und jetzt besser nachvollziehen, warum ich so aggressiv gespielt habe in diesem Spiel. Ja, würde mich natürlich über ein Abo und ein Like freuen und schreib gerne mal in die Kommentare, ob du denkst, dass dieses aggressive Störspiel ganz gut zu mir passt. Alles klar, vielen Dank.